Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reinfected. Es ist Wochenende, ich freue mich so. Ah, wir können hier weitermachen, yeah. So, das gehen wir da rein. Da ist noch kein Wasser drin, okay. So, aber wir müssen drin noch unser Wasser auffüllen. Haben wir noch Wasser hier drin? Okay, wir müssen noch gar nicht auffüllen. Guck an, so Uhrzeit. 5 am Nachmittag, das ist gut, weil morgen machen wir wieder eine Expedition, das wird gut. So, da alles raus, sehr schön, so, alles rein, super, so soll es sein. So, jetzt haben wir den da. Das Problem ist halt, ja, hier, verbesserte Werkbank, ja, großer Rucksack, Webstuhl. Wir brauchen Technik. Wir brauchen Technik. Apropos. Ja. Verbesserte Werkbank. Wir brauchen Technik. So, also, wir haben dieses Dorf. Wir haben dieses Dorf. Wir könnten dieses Dorf morgen machen. Also in der morgigen Folge. Da fahren wir hier bei der Höhle auch vorbei. Was sehr praktisch wäre. Genau. Und hoffen mal, dass wir da was kriegen, weil unsere Technik bisher, ja, ist okay, aber ja. So, er hier kommt weg, er hier kommt weg. Der kommt natürlich auch weg, bestätigen, yeah, so. Jetzt haben wir ein paar von denen hier. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal Bäumchen fällen, holen noch eine schöne Ladung Holz. So. Ein Kürbis. So, regnet sie. Es regnet jetzt. Gut. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da unten hat schon wieder wer geklopft. Ach ja, ist so. Ich freue mich schon, wenn wir die verbesserte Werkbank haben. Das wird gut. So. So, ist jetzt einer gestorben, weil er geklopft hat? Hä? Bitte, wer hat hier geklopft? Da. Und ist weg. Sehr seltsam, oder? Sehr, sehr seltsam. Seltsame Dinge geschehen. Zeichen und Wunder. So, dann gehen wir mal rauf. So. Jetzt mit ihm da rein. Wunderbar. Wir nehmen nicht viel. So, den da stellen wir auf jeden Fall daher. Wobei, so ist es doch viel schöner. So. Ja, viel schöner. Die kommen dann oben hin. Stöckchen können da bleiben. Hier ist super. Ganz tolle Wurst. So. Da haben wir das drin. Das kommt daher. Das kommt daher. Hier haben wir noch ein bisschen von dem. Gefällt mir auch. So. Das raus. Und dann schauen wir, dass wir hier wunderbar vorankommen. Und das tun wir, meine Lieben. So, wir nehmen Wolfi und fahren mit Wolfi. Wir fahren mit Wolfi Richtung Höhle. Aber es ist schon dunkel, also wir werden nicht viel erreichen. Ich hätte aber echt gerne ein wenig Lehm gehabt. Wobei, im Dunkeln macht es auch keinen Sinn, wenn wir jetzt im Dunkeln in die Höhle gehen. Ist natürlich. Kein Leben hier. Oh, da hinten Gorke. Ja, Gorke nehmen wir gern. Hier, super. Gorke. So, Wolfi, komm mit. Haben wir da Lehm? Lehm. Wenn man den sucht, findet man nicht. Lehm.
Wahnsinn. Wirklich kein Leben. Oder ein Tier? Ein Tier? Ja, ein Huhn. Ich meinte ein größeres Tier. Müssen wir vielleicht wirklich einen Lehmextraktor bauen? Ja, vielleicht sollte man einen Lehmextraktor bauen. Dann haben wir die Geschichte gleich erledigt. Ja, weil so können wir witzig herumfahren und Lehm suchen. Mit Lehmextraktor können wir es halt abbauen auch gleich. So, Wolfi bleibt draußen. Er muss leider draußen bleiben. So, gut. Dann haben wir das hier alles. Bam. So. Hier das neue reinwerfen. So, ist das jetzt alles? Ja. So, und dann planen wir hier auch gleich einen Lehmextraktor. Platzierbar, sonstiges der Lehmextraktor. Hier, den stellen wir einfach, was weiß ich, hier. Stellen wieder hier, ja. Ja, okay. So. So, wir brauchen 20. Oh, da wird's heikel. Da wird's heikel. Wir haben 5. Und hier ein Stück. Okay. Okay. Wird nicht leicht, den bauen. Okay, wir brauchen Kopfer. Morgen in der Früh laufen wir sowieso los. So, das Gestell kommt nach oben. Ui. Wobei, eigentlich kann es auch da unten stehen bleiben. So. Das muss da am Rand stehen. So. Hier. Und da stellen wir das daneben auf. So, und dann haben wir hier. So, nebeneinander. Dann haben wir hier den Butcher Table. Yeah. So. Und den bringen wir nach oben. So werden wir das machen. So, der Zubereitungstisch. Yeah. Den stellen wir einfach. Yeah, daher. Yeah. So, natürlich brauchen wir dann an oben auch die Dosen und so weiter. So, Dosen. Am besten eine weitere Kiste da oben. Das wäre überhaupt praktisch. Ja, im Moment muss das hier reichen. So, dann haben wir hier drin. Na 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 na. Na 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 na. So. So, das ist alles okay. Und die dritte lassen wir uns auch. Des Essens wegen. So, passt. Von der Tageszeit her alles gut. So, als nächste. Oh, ich freue mich schon auf morgen. Ich freue mich schon auf morgen. Die nächste Höhle erkunden, beziehungsweise das nächste Dorf. Verbesserte Werkbank, Webstuhl. Weil wenn wir den Webstuhl haben, dann können wir echt großen Rucksack bauen. Yeah. Ja, klar. Vorher müssen wir natürlich Krokus erschießen. Oder erstechen, je nachdem. Aber dann geht's los mit besseren Werkzeugen und so weiter. Also, notwendig ist das schon. Hallo? Kleine Bäumchen, kleine Bäumchen, kleine Bäumchen. Und hier. Yeah. So. So, dann haben wir mal hier. Und ja, auch auf die Frage, was machen wir da oben eigentlich? Wir zeichnen es mal an. Schadet nicht, machen wir gleich. So, und zwar hätte ich mal gerne Konstruktion Wände. Ich hätte gerne Wände. So, Fun the Man, nö, Decken hier. So, einmal er hier. Einmal er hier und einmal kommt es noch hier. Das da. Genau. So, da sind 4 drin. Da sind 4 drin. Da sind 2 drin, okay. So, werden wir nachher nachholen. So, und hier, hier und hier. So, wir brauchen ein bisschen Holzscheit und ein bisschen Brettchen.
Okay. So, und ein paar von denen. Wobei, wir können den ganzen Wagen mitnehmen eigentlich. Schadet ja auch, ne? Dann haben wir den da oben. So. Super. So, da haben wir alles. Also, wir brauchen hier platzierbare Wände. Vorerst mal da ein Fenster. Hier brauchen wir eine Tür. So, genau. Die wird aber dann natürlich zugemacht. Ja. So, das Bettchen stellen wir da und das Fenster in die Schräge rein. Hier, so, da, komm, Bettchen, hier, Bettchen, Bettchen. Okay. Ich glaube, das steht nicht schräg, richtig. So, Moment, wir stellen es mal so. So, und das Fenster, so platzieren wir das hier. Na, na, na. Wird nichts. Gut. Dann halt nicht. So, kommt seit da ja. So, dann haben wir hier eine Wand, eine Wand, eine Wand. Eine Wand, eine Wand, eine Wand. Da kommt eine Tür. So, hier Türe. Yeah. Dann haben wir hier Balkon mit Fenster. Moment, wir stellen uns da rein. So, Fenster. Und eine Wand. Eine Wand, eine Wand, eine Wand. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. So. Ja, und dann Decke drauf. Drauf. So. So ungefähr. Ja, das ist der Sinn von hier oben. Der Sinn von hier oben. Ja, kann man schön durchs Fenster langen noch. Yeah. Super. So. Da ist genug drin. Da ist genug drin. Super. So. Und hier kann man dann auch noch eine Decke einziehen. Nämlich einmal, Moment, Maserung ist so, dann ist so richtig, ist so richtig. Genau, da kommen dann die Decken drauf. Wunderbar, so soll es sein. So, upsi, dann machen wir da gleich weiter. So, alle raus. Dann machen wir wieder ziehen. So, viel zu viele mitgenommen. Du siehst ganz mitgenommen aus. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. Die werfen da rein. 8 Brettchen haben wir noch. Keine Ahnung, ob das 8 sind. Probieren wir es. Ja, 8 sind drin. Super. 8 Nägel und alle Schrauben. Wir werfen rein, was wir haben. Hier. So, Klingelextraktor. Ist das jetzt aus? Ja, ist es aus. Okay. Dann machen wir mal hier halbieren. So. Und Burn Baby. Baby Burn, Baby Burn, Baby, Baby, Baby Burn. Super. So. Großartig. Dann haben wir das hier. Sauberes Wasser. Ja, haben wir da noch ein bisschen, aber echt nicht mehr viel. So, wir schauen mal, wie die Ausrüstung ist, weil ich glaube, wir werden in der nächsten Folge, heute muss ich übrigens ein wenig kürzer machen, wir haben die letzten Folgen ja fast eine Stunde. Wir werden die nächste Folge einfach nur hier in die Höhle und ich bringe einen Extraktor rüber. Wir haben hier Blei, hier ist Blei. Und ich weiß nicht, was hier ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir werden es rausfinden. So, das heißt, wir bringen einen der beiden Extraktoren rüber. So, Richtung. Diese Richtung. Da dann zur Straße, nach oben und geht schon. Ja, war das hier unser Anfangsgebiet? Oder hier? Nö, hier. Hier, glaube ich. Da haben wir begonnen. Okay, so. Wie spät haben wir es? Ja, passt alles.
Insoweit alles gut. Insoweit. So. Super. So, alle raus. Und nachfüllen. Yeah. So, ich bin etwas ruhiger, etwas vorsichtiger. Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Was hier noch geschieht alles. Genau. Und da oben. Ja, vielleicht können wir noch einmal. Boah. Und was bringt er uns? Fasern. Ernsthaft? Fasern. Da will ich gar nichts sagen dazu. Erschreckend. Fasern. Nee. Wieder alle herumgeflogen. Okay. So, so. Ich glaube, die Axt ist jetzt hinüber, oder? Schleiche einmal da drauf, jetzt ist eh über. So, da sehen wir eine Maispflanze. Das mit der Dunkelheit ist halt, ich freue mich wirklich, 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 wenn wir dann endlich den Helm haben. Das heißt, wir müssen aber, ohne Helm geht's nicht, wir müssen aber in ein Dorf. Dorf. So, schauen wir, ob wir noch ein wenig Brettchen hier haben, die wir aufbringen können. Okay, das sind keine mehr. Fünf Brettchen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Fünf Brettchen nur. Eieiei. So, so. Jawohl. So, dann mal rauf mit uns. So, und jetzt kann man natürlich sagen, die Decke hier gebogen. Wir wollen das so haben, die Decke hier, also gebogen. In die Kurve rein und hier einfach zwei normale Decken dran. Ja, einmal so und einmal so. Genau so ungefähr stelle ich mir das dann vor. So, da eine Tür rein. Und die können wir auch gleich anmarkieren. Konstruktion, Türe, bam. Später mal ein Balkon oder was auch immer. Völlig egal. So, super. Was haben wir da drin? Oh ja, essen wir was. Lass uns was essen. Oh. Das kommt da rein. Super. So. Ah. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, heute eine kürzere Folge. Tut aber nicht weh. So, und morgen in der Früh laufen wir los. Ja, ein bisschen Nägel, ein bisschen Schrauben, aber wenn wir da mal... Ja. Ja, wir werden das, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. Nö, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir überlegen nur gerade, was wir fürs Dorf brauchen. Das hätte ich schon gern fürs Dorf. Aber wir müssen Prioritäten setzen. Komm, eine Wagenladung Holz noch. Nein, oder? Ja, eine noch. Oh! Wenn ich es nur wüsste, was da geschieht. Da hängt doch niemand. Zumindest sehe ich hier niemanden. Ist doch seltsam, oder? Ist doch komisch. Ja, ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, dass wir die argen Zäune bauen. Also die argen diese... die da. Die Holzzäune. Und draußen dann die spitzen Feinde anstellen. Ich glaube, das wird notwendig werden. Anders wird es nicht gehen. So. Also gut. Eine Ladung Holz noch.
Und dann würde ich sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wir legen uns dann noch hin und ich hole euch dann morgen dazu. Da bringen wir einen Extraktor in die Höhle. Mit natürlich Treibstoff und allem möglichen. Also Treibstoff, Biodiesel. Biodiesel. So. Sehr komisch. Vielleicht sollten wir die zuerst zu Brettern verarbeiten, bevor wir da wild aufschlichten. Wir brauchen mehr Licht. Wir brauchen definitiv mehr Licht. Das geht so nicht. Oh, ei. So, meine Lieben. Es ist kurz nach Mitternacht. Tag 8. Wir haben einiges vollbracht. Wunderbar, aber wir brauchen mehr Metalle, wir brauchen mehr Technik. Ist jetzt Geschmackssache, wo geht man zuerst hin? Die Technik holen, Metalle holen. Alles Geschmackssache, alles gut, alles in Ordnung. Ich überlege, bis morgen. Ja, wir haben ja noch gemeinsam ein bisschen Zeit. Boah! Wir haben ja bis morgen noch ein wenig Zeit. Den kann man natürlich bis zum Butcher Table bringen. Ja, wir haben einen Bären erlegt, auch gut. So, den legen wir gleich darauf. Ja. So, auf dem Steinhammer. Wo ist der Steinhammer? Steinhammer? Der liegt doch dort vorne, oder? Wo ist der Steinhammer? Wieso ist der Steinhammer da? Interessant. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.